So, endlich, das Zelt steht, Leute. Es hat ein bisschen länger gedauert, ca. 10 bis 15 Sekunden, bis man halt den Dreh einfach raus hat, da es ein recht großes Zelt ist. Ich habe auch hier die Stelzen aufgebaut für das Vordach und das Vorzelt. Das befindet sich hier drin, aber wir schauen uns mal einfach mal das Zelt hier einmal außenrum komplett zusammen an. Wir haben hier auf beiden Seiten hier so ein Fenster, das man hier so aufmachen kann. Das Ganze kann man hier, es ist etwas schwierig hier mit einer Hand zu filmen, kann man hier oben alles festmachen. Ihr könnt hier auch aufmachen und ihr seht, wir haben hier ein doppelwandiges Zelt. Das heißt, wir haben hier nochmal ein Netz drin, somit kommt hier Luft rein. Ihr könnt auch hier eventuell ja, naja, nichts reinmachen eigentlich, aber wie gesagt, es ist ein doppelwandiges Zelt. Und das gleiche haben wir dann hier auch auf der anderen Seite. Und das ist auf jeden Fall recht groß, das Ganze. Hier haben wir für die Lüftung was. Das schaut dann so aus, damit hier auch genug Luft reinkommt. Und hier, wie gesagt, das andere Fenster auf der anderen Seite. Auch wieder das gleiche. So, jetzt kommen wir einfach mal hier zu unserem Vorzelt. Hier haben wir auch noch mal ein Netz. Das Ganze kann man dann hier einfach aufmachen mit einem Reißverschluss und uns hier dann hineinbegeben. Das machen wir jetzt auch einmal. So. Und ihr seht, das ist ziemlich geräumig. Ihr seht auch hier nochmal den Aufbau des doppelwandigen Zelts. Wir haben also einmal einen Außenbereich und einen Innenbereich. Das Ganze ist natürlich wasserdicht und auch geschützt vor Sonnenstrahlen. Ihr seht hier, die Sonnenstrahlen kommen hier nicht durch. Das ist super praktisch. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viel Platz. Das könnt ihr hier sehen. Und ich ziehe mir jetzt nochmal die Schuhe aus und dann gehen wir mal da rein. So, wir haben hier rechts auch nochmal einen Schlitz. Ich weiß nicht, wofür der genau ist. Vielleicht um einfach hier kurz was reinzureichen oder was entgegenzunehmen, ohne die Gefahr zu laufen, dass hier zum Beispiel, wenn man drin mit Licht sitzt, Fliegen und sonstiges hier reinkommen. Jetzt mache ich das Ganze mal hier auf. So. Und das Ganze könnt ihr dann natürlich auch wieder dann festmachen. Ich mache es mal hier gescheit auf. So schaut das Ganze aus. Hier oben habt ihr auch gleich was zum Reinhängen. Praktisch, vielleicht so eine kleine Campingleuchte. Und jetzt sind wir auch schon hier drin. Wir haben dann hier so kleine Taschen, wo man was reinstecken kann. Hier das Fenster von der anderen Seite, wie gesagt, das könnt ihr von dieser Seite hier auch nochmal schließen. Das sind hier jeweils so zwei kleine Seilstückchen, damit ihr es auch von außen und auch von innen schließen könnt. Genauso auch das äußere Fenster. Auf der anderen Seite haben wir auch unsere Tasche und unser Fenster. Und hier, wie gesagt, unser Lufteinlass. Und ihr seht, es ist wirklich sehr stabil auch aufgebaut. Ich hätte es vorne noch ein bisschen mit dem Haken an die Erde festmachen sollen. Aber da wir momentan diese Beschränkungen haben, dann Corona, möchte ich mich hier jetzt nicht unbedingt sehr gemütlich machen, da sonst eventuell jemand kommen könnte und sagen, dass wir hier verweilen. Das dürfen wir hier leider in Bayern noch nicht. Deswegen habe ich das jetzt nur so provisorisch aufgebaut. Ihr seht auch hier, jetzt, trotz allem haben wir hier auch noch genug Lufteinlässe. Ihr seht auch vielleicht die ganzen Fliegen, die hier so rumschwirren, die kommen hier Gott sei Dank nicht rein. Die sind alle auf der äußeren Hülle des Zeltes. So, jetzt einmal die Ansicht von der anderen Seite. Und ich hätte hier vielleicht schließen sollen, damit auch die Mücken von der anderen Seite nicht reinkommen. Aber gut. Für das Video sollte es jetzt auf jeden Fall reichen. Jetzt schaue ich mal, ob ich das ganze Monstrum, sage ich mal, auch wieder zusammenklappen kann.